Herzlich willkommen, hallo, herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. So, komm aus. Ich werde jetzt Feld Nummer 36 düngen lassen. Mit dem Traktor und Düngerscheuer, logischerweise. Aber jetzt ganz kurz mal gucken. Probe gemacht habe ich schon. So, kann man Foto machen. So, Kursgenerierung. 36. 2 und generieren wir ganz kurz. Zurück und einstellen. Ne? Kann aber schon mal loslegen. Wir gehen mal gleich zum nächsten. Hier düngt er gerade. Ich hab's ja gerade bei. Sicherlich Ballen pressen. Sammeln. Sammeln ist wichtig. Da müssen wir näher Richtung. Ja. Das sind die beiden mit dem Mähen, ne? Da müssen wir gleich rüber und den nächsten. Ja. Pressen lassen. Gleich ist hier vorne der andere fertig. Der hier, ne? Fällt mir der Name nicht ein. Ein Kollege mit dem Traktor, ne? Mit dem schnellen. Fährt nicht ganz auf der Mitte. Fährt immer so fest. Aber fast. Jawohl, sammelt er fast alles auf. Bis auf einen kleinen Rest. Mit dem kann ich leben. So, dann haben wir die nächste Wiese eingesammelt, ne? Geht ja relativ zügig. Bin gerade in Thüringen bei und press. Ich mache gerade Silage mit aus Mais. Notgedrungen, weil kein Regen, weil Regen ist. Und es aber dermaßen nass ist, dass ich der Körnermais wahrscheinlich vergessen kann. Deswegen. So, da sind wir. Haben wir das schon gesammelt? Haben wir 70, 3, 2, 4, 2 liegen da rum, die ich aussammle. So. Die holen her. Das meiste Geräusch für einen Treiber. Oder er kennt gerade was. Was auch immer. So. Entlassen. Kurz löschen. Dann werden wir mal gleich Richtung Feld Nummer 24 fahren. Da werden wir jetzt mal demnächst. Mal angewöhnen, die Kurse zu speichern. Das heißt, die Wiesen bleiben jetzt Wiesen. Punkt 1, weil das macht die Sache ein bisschen leichter von der Planung her. Und wir sind da ein bisschen flexibler, also, aber wiederum ist auch ein Nachteil, zum Beispiel, wenn man jetzt Fruchtfolge einhalten will, ist doch Gras eine gute Möglichkeit, Ertrag zu steigern. Ne? Muss ich mal abwägen. Jetzt haben wir Mitte, ja, Anfang, späten Frühling. Und wenn wir Raps aussehen wollten, wäre ganz gut, wenn wir da oder rechtzeitig aussehen müssen und da irgendwo eine Frucht hätten, wo wir früh die Ernte fertig haben. Ne? Denn die Aussaat muss ja im späten, frühen Herbst erfolgen. Also, und war das nichts, ne, mit Raps. Grün, vom Gras. So, gleich da. Hier wäre auch noch Platz für ein paar Meter oder so was, ne? So, gut. Machen wir gleich einen Kurs kopieren. Schwatten, Mähen, Grasballen, Mähen und Schwatten, Feld 24. Ja. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Na, Zaun. Haben wir Glück.
Dann fahren wir erstmal runter. Platscher, nebenan gleich den Kurs muss ich noch speichern. Bei uns gedüngt. Passt, hier nochmal düngen nachher später, ne? Die erste Runde. Ja, so eine große Felle sind einfach herrlich, ne? Da müsste ich Kalk reinbringen. Ah. C, so, das ist Feld Nummer 25, das ist ganz wichtig, ich weiß. Wehen und Schwatten. Feld 25, 10 Meter. Speichern. Runde ist das ja gespeichert. Man könnte ja die Ballenpresse von drüben losschicken. Ne? Mal probieren. Wir müssen ja nicht alles selber fahren. Du bist arg beschäftigt zur Zeit. Du musst eigentlich Bier verkaufen, wenn genug da ist. Ne? Das ist die entscheidende Frage. Ist genug da oder nicht genug da? Auf Geschwindigkeit 1 wird nicht so viel produziert, das ist keine Nachteil bei. Aber aktuell haben wir so viel Arbeit, dass wir das so nicht anders können. Ne? So, da sind wir wieder hier. Ist noch nicht reif. Sieht reif aus, aber ist noch nicht reif. Muss trocknen. So. Schauen wir den an, wo der ist. Ach. Er weiß auch nicht, was er spielen soll. Ich glaube, er testet noch viel, aber nicht mehr lange. Wenn er das hört und sieht, wird er sich freuen. Weil die Arbeit ruft ab Montag. Aber er ist Spätschicht, von daher nicht ganz so lange. So, jetzt wollte ich mal gucken. Was geht ab? Wir müssen den Kurs laden. Und zwar Mehl und Schwarten Feld Nummer 25. Kann man den alten löschen. Schwarten. Und irgendwo war gewesen die Begabe mit Kursplay. Achso, hier. Alt 0. Mal gucken, wo das ist. Feld Nummer. Muss ich gucken, ne? Das klappt. Rein theoretisch ja. Praktisch gesehen. Lass mich überraschen, ne? Kurz vor Begeben, dann müsste funktionieren. Ja, Ballen pressen. Ballen sammeln, so rum. LKW, wo bist du? Tiere versorgen, nicht heute. Milch. Ja, da ist er doch. Die Ballen kommen zum Hof oder zu anderen BGH. Achso, Thema Mais. Man könnte ja hier auch ein Maisfeld kaufen, wenn man Geld hätte, ne? Aber mal sehen, wo ein KI sich die Maisfelder anpflanzen würde. Haben wir irgendwo eins? Mein Geld haben wir auch nicht da, aber bin da optimistisch. So, gucken wir mal. Wir haben noch kein Maisfeld zu sehen, also Hafer, ja. Soja, Mais, Mais. Wahrscheinlich muss es noch ausgepflanzt werden, oder? Zu spät. Kein Mais, keine KI, kein Mais. Sojabohnen sehe ich gerade. Aber Mais sehe ich keine. Ja, hier das Dunkle hier.
Mais sehe ich nicht. Seht ihr Mais? 60 ist auch kein Mais. 16 und so. 19 ist Gras. 38. Also aktuell Fehlanzeige. Mais gibt's kein. Ist schlecht. Ja, für temperaturmäßig ist noch ist perfekt, aber wie gesagt, das ist hier ist ein Ballen. Aber was Gras aufladen. Dann haben wir genau die 72. Beifahrertür geht nicht auf. Achso, hier. Geht auch nicht. Gas geht auch nicht. So, geht nix. Uhrzeit? 11. Ist ja ein Ding. Das geht. Wir speichern mal. Zurück. Aussteigen. Oh. Halt 0. Geht auch nicht. Außenansicht B U geht nix. Da geht's. Wer weiß, was da los ist. So, auf 36. Wo sind wir aktuell? Achso. LKW muss getankt werden, aber deswegen kann er trotzdem fahren, ne? Oder Quatsch, trotzdem aussteigen. Schauen wir gleich mal. Wir fahren Richtung Feld Nummer 23 und dann werden wir einmal düngen. Und nebenbei wird der Ballen gepresst auf Feld Nummer. Oder weil der andere aktiv war. Der Übergabe guckt Kurs für den Kursplay und Autodrive. Das könnte natürlich ein Grund sein. Aber muss nicht unbedingt. Wir werden es gleich rausfinden. Nur keine Panik. Muss auch nicht sein. So die Folge noch voll machen. Deswegen werde ich jetzt nicht rausgehen. Zwei Folgen würde ich noch machen, dann kann ich auch gucken. Und dann bearbeiten, das ist das Entscheidende, dass ich mal ein paar Meter hochladen kann. Das heißt, ein paar Folgen, ne? Ja gut, ich kann auch, muss ja wirklich alles machen. Das ist ja das Gute, dann fahren wir doch den Rest. Und nebenbei hochladen, ne? Aber nur kein Stress wegen Videos, ne? Ich möchte nur heute noch einiges fertig machen. Bei Arbeit geht ja also unter dem Bereich. Das Rennen meine ich jetzt, ne? Ist ja schon Routine. Will aber arbeiten, dauert ein bisschen länger, gebe ich zu, aber oh, geht auch. So. Ersten Wegpunkt, den wir immer löschen. Kursgenerierung, Feld Nummer 23. Generierung, Feldkurs. Eigentlich nur ein Kurs, ja. Also eine Vorgewende. Der steht. Der ist fertig.
Werden wir das mal kurz ändern und lassen. Dann ändern wir mal auf Gerste. Erde, Gerste. Hopfen. Gerste. Gucken wir gleich mal nach, ob wir viel Bier da haben. Das ist ja ganz wichtig. Wahrscheinlich nicht. Na, das ist noch Weizen, Hopfen, Malz. Hopfen, Malz. Leerpaletten, Weizen ist voll. Da werden wir jetzt rüberfahren zur Malzfabrik. Den Rest da abkippen, versuchen jedenfalls. Und wenn das klappt, dann schicken wir gleich los mit. Lass mich die erste fahren. Malzfabrik ist ja gleich gegenüber hier. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Jetzt nochmal vielen Dank fürs Reinschauen. Dann bleibt mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Ja, weiterhin Produktion versorgen und weiterhin düngen und Ballen fressen. Ballen fressen so fleißig bei auf Feld Nummer 24 und 23 und das geht morgen sicherlich noch weiter. So, tschüss und wir winken bis dann und tschüss und ja, bis morgen, wenn ihr Lust und Laune habt. Tschüss.